Ein herzliches Willkommen hier zurück zum Metze Power Cup, zum zweiten Spiel in diesem Achtelfinale und zwar zu Venedig gegen WRC. Also wir spielen auch hier in Venedig. Nur zu Informationen. Miete van Gemer. Ein herzliches Willkommen. Ja, der neben mir hier auf der Tribüne sitzt. Wer ist daneben? Du. Aber okay. Willst du nicht neben mir sitzen? Na, ja schon. Oh, schön. Puh, ja, war schon schön. Ja, 6:0 hat sich der WRC durchgesetzt. Das war schon so ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel von ihnen. Alter, 6:0, da kann ich mich nicht mehr erinnern, Alter. Ja, Venedig hat die Austria 5:4 abgeschossen. Sensationell. Er war großteils beteiligt an dieser Aktion, Literi. Jetzt geht's gegen den nächsten Metze Power Erstligisten. Zweitligisten. Wieso? WRC ist Erstligist. Oder? Achso, ja, okay, ja. So ist das ja. Ja, hast du recht, hast du recht. Entschuldige. Von deiner Sicht, ja, geht's gegen den nächsten Zweitligisten. Ja. Liegt immer in den Augen des Betrachters. Ui. Schöner Pass. Oh. Ah. Schöne Annahme. Ja. Schön aufgerissen. Danke. Bitte. Alter, das war so ein geschissener Pass, Alter, geschissener geht's ja kaum mehr. Der Schuss war nicht schlecht. Ja, Chancen, mein gegen die WRC ist das schwer, die waren jetzt auch in einer kleinen Ligakrise. Oder sind in einer kleinen Ligakrise. Sind. Deswegen ist das ein bisschen schwer für mich einzuschätzen. Wie Venedig hier. Venedig gut gespielt eigentlich in der Liga bislang. Schön. Ja, wir tatsächlich auch gut gespielt in der Liga. Theoretisch, nach Stand der Dinge jetzt einmal, würden die zwei auch gegeneinander treffen, wenn das so bleibt in der. Im Dingsmatch, wie heißt das? Das ist mir leider verfallen. Na, nicht Viertelfinale. Wie sollen die beiden im Viertelfinale? Oder wer jetzt? Venedig? Und ja, WRC, und WRC, ja. Wie heißt das? Wenn einer aufsteigt, einer absteigt. Und die Relegation. Jetzt ist mir auch eingefallen. Ich sag, jetzt ist mir eingefallen. Schade, dass da keiner mehr war. Das sind lauter Fehlpässe, Alter. Fehlpässe. Danke. Wow, korrigiere ich mir einmal. Oh, Alter. Oha, ich habe einen Wurf. Läuft. Das war ein neuer Spaß, Alter. Bist du behindert? Oh, schön. Scheiße. Alter, Vorder, was mach ich hier? La 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 la. Yes. Ich habe mir das angeschaut beim WRC. Ich weiß nicht, wieso die immer so tief stehen. Ist eigentlich alles normal eingestellt.
Ja, Binnato. Ja. Erster Treffer für Sehr verdient. seinen Verein. Alter. Das ist ein Vorder. ehrlicher Zuspiel. Das ist ein Übel nimmer. Alter. Das Alter. war auch knapp, aber sehr hart an der Grenze, muss ich sagen. Ja. Da war der Trainer nicht. War das so gewollt eigentlich oder haben sie ihn nur schlecht Na, erwischt? schlecht erwischt. Knapp daneben ist auch knapp daneben gerutscht. Ach, wirklich, really? Abseits, was ist los mit dir? Alter, was machen die dauernd für Scheißbässe? Das pack ich nicht, Alter. War das schon wieder zu dem rüber? Zu dem habe ich gar nicht gesagt, du sollst schießen, Trottel. Oh, schön. Oh mein Gott! Das war Venedig schön. ist da! Wer sie ist dort. Ja, schön wohl übernommen. Ganz wichtiger Treffer noch vor dieser Halbzeit, das 2 zu 0. Ja, Fabiano, der legte schon ein Tor auf. Jetzt hat er mal selbst eins getroffen. Kerk mit dem Assist. Ja, WRT ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Ah. Scheiße, es war jetzt nicht genug Zeit. Ah. Alter, komm. So. So, zweite Halbzeit. Gut Das war schon sehr riskant. go. Wutzen. Oh, Alter. Oh, ja, das war nix, aber. Nein, Alter. Trottel. Ja, Trottel, genau. Oh, der war schön. Der war nicht so schön.
Ja! Trottelficht, du! Oh Alter, mein Gott! Der springt nicht! Der springt nicht, Alter! Alter, schaut, der schaut ganze Zeit, schaut ganze Zeit! Oh mein Gott! Der duckt sich auch noch, Alter! So ein unzerfickter Arschloch-Spieler, Alter! Jetzt such ich mal raus, Alter, die Nummer, wer das war, Alter! Du spielst immer noch beim BRC, Schieße, Alter! Wirklich! Nein, oh, jetzt kommt der Ball, jetzt muss ich mich aber ducken, bevor ich mich mal weh tue, Alter! Ja, Venedig. Steht so gut wie eine Runde weiter. Leider. WRC wirklich jetzt in einer Krise. Warum und weswegen? Schwer zu sagen. Was? Was, was? Aber so ist auf einmal die Aufstellung wieder eine andere als da. Ja, passt. Passt. Oh mein Gott. Oh. Oh, das war ein Schuss. Gott sei Dank. Oh, das war ein Schuss? Ja. Nein. Komm, steh auf Nutz. Oh, da war schön. Den habe ich gar nicht gesehen. Nein! Clear. Oder was wird das jetzt? Alter. Alter, wieso läuft der nicht? Oh, ich glaube, vielleicht sollte ich die Aufstellung viel öfter mal nehmen.
Da sind es gleich viel, steht es gleich viel besser eigentlich. Oh, da. Ja, spielerisch sind sie jetzt besser aufgestellt. Nein! Oh, der war schön. Und der war geschissen. Ah! Und tschüss. Nicht einmal. Ah, gelb. Ja, ich glaube, die Umstellung hier kam viel zu spät. Oh, wichtig. Glaube, so hätte man mehr bewirken können. Oh, schön. Er holt noch einen Eckball raus, Lee Terry. Oh, da ist Ja, und einer das war's. verletzt. Aber das war's. Venedig steht Ja. eine Runde weiter. Haben sich daheim durchgesetzt, dann doch etwas klar. Gratulation. Er ist enttäuscht. Eh klar. Ja, die Terry mit einem wunderschönen Heber. Aber hier mal der erste Schusskampf vom WRC. Aber dann ging es los. Ja, da der erste glückliche doch irgendwie hineingewurstelt der Schuss. Und dann der vor der Halbzeit, der war schon wichtig, ja, da ist der Verteidiger nicht nachgekommen gut. Der nimmt Fabian und direkt Voulet, das ist natürlich ein richtiger Hammer für den Torhüter. Sehr, sehr schwer zu halten. Ja, das stimmt. So, jetzt zeigst du die Rückennummer bitte. Zeigst du die Rückennummer? Sieben. 7. Und dann Minute 61 noch einmal Lee Terry wieder. Ja, und danach ist der WRC mehr ins Spiel gekommen, aber hier zum Beispiel, das war. Ich sage mal, wenn der gepasst hätte. Hätte das Spiel vielleicht noch ein bisschen mehr Wende gekriegt. Ja. So, Venedig gegen Wolfsberg AC 3 zu 0 und wow, wir haben mal eine ganze Zusammenfassung gesehen. Ah ja, stimmt, ja. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein, macht's gut und Macht es ciao. gut. Ciao.